Die Reise der Sternträumerin. Eine KI-generierte Kurzgeschichte. In einem abgelegenen Tal, umgeben von majestätischen Bergen und dichten Wäldern, lag das malerische Dorf Celestia. Dort lebte eine junge Träumerin namens Serafina. Serafina war anders als die anderen Dorfbewohner. Während sie tagsüber ihre Pflichten im Dorf erfüllte, träumte sie nachts von Abenteuern und ferne Welten. Eines Nachts, als Serafina am Rande des Dorfes stand und in den funkelnden Sternenhimmel blickte, spürte sie plötzlich eine seltsame Verbindung zu den Sternen. Die Sterne schienen zu ihr zu sprechen. Ihre Melodien tanzten in der Nachtluft. "Serafina", flüsterten sie sanft, "finde den Weg zu uns und entdecke die Wahrheit, die hinter der Dunkelheit verborgen liegt." Fasziniert von diesem mystischen Ruf, beschloss Serafina, dem Ruf der Sterne zu folgen. Sie rüstete sich mit einem alten Kompass, einer Taschenlampe und ein paar Vorräten aus und machte sich auf den Weg, begleitet von ihrem treuen Gefährten, einem silbernen Fuchs namens Lysander. Gemeinsam durchstreiften sie die dichten Wälder von Celestia, immer den Sternen folgend, die über ihnen leuchteten. Doch je tiefer sie in den Wald vordrangen, desto dichter wurde der Nebel, der ihre Sicht trübte. Sie verloren den Weg aus den Augen und irrten orientierungslos umher. Nach einer langen und beschwerlichen Reise erreichten sie schließlich einen geheimnisvollen Canyon, der von einem unheimlichen Nebel umhüllt war. Mutig betraten sie den Rand des Canyons, doch plötzlich, als sie einen Schritt machten, öffnete sich der Boden unter ihnen und sie wurden in die Tiefe gerissen. Als sie wieder zu sich kamen, befanden sie sich in einer fremden Welt. Eine Welt der Vergessenheit, in der die Dunkelheit regierte. Überall um sie herum herrschte Stille und nur das schwache Glühen der Sterne über ihnen erhellte die Umgebung. Entschlossen, das Geheimnis der Dunkelheit zu enthüllen, machten sich Serafina und Lysander auf den Weg. Sie trafen auf seltsame Kreaturen und geheimnisvolle Ruinen, aber auch auf hilfsbereite Geister, die ihnen auf ihrem Weg halfen. Schließlich, nach vielen Abenteuern und Prüfungen, erreichten sie den Gipfel eines mächtigen Berges, wo sie auf eine uralte Weise trafen. Eine weise Eule namens Elysia, die das Geheimnis der Dunkelheit kannte. Elysia erklärte ihnen, dass die Dunkelheit eine Manifestation der Ängste und Zweifel der Menschen sei. Sie sagte, dass nur diejenigen, die den Mut haben, sich der Dunkelheit zu stellen und an die Kraft der Hoffnung und des Glaubens zu glauben, in der Lage sein würden, das Licht zurückzubringen. Mit neuen Einsichten und gestärktem Mut machten sich Serafina und Lysander auf den Rückweg nach Celestia. Sie erzählten den Dorfbewohnern von ihrem Abenteuer und inspirierten sie dazu, ihre eigenen Ängste zu überwinden und an die Kraft der Hoffnung zu glauben. Und so, durch Serafinas unerschütterlichen Glauben und den Mut ihrer Freunde, gelang es ihnen, das Licht zurück in die Herzen der Menschen von Celestia zu bringen und die Dunkelheit für immer zu vertreiben. Von diesem Tag an lebten sie in Frieden und Harmonie und Serafina wurde als Heldin gefeiert, deren Tapferkeit die Welt verändert hatte.